Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die überraschende Nominierung des Kölner Wirtschaftsprofessors Axel Weber zum neuen Bundesbankpräsidenten ist durchweg positiv aufgenommen worden. Vertreter von Verbänden und Finanzexperten sprachen von einer guten Wahl. Zustimmung kam auch von der Opposition. Nach einer Anhörung durch den Bundesbankvorstand soll Weber von Bundespräsident Rau ernannt werden. Finanzminister Eichel stellte den 47-Jährigen heute in Berlin vor. Überraschung gelungen, Finanzminister zufrieden. Und der Herr neben ihm, der wirtschaftsweise Axel Weber, kann auch nicht klagen. Er soll Bundesbankchef werden, also kein Staatssekretär und überhaupt keiner von denen, die bis gestern noch als Weltecke-Nachfolger gehandelt wurden. Wir haben uns entschieden, eine Persönlichkeit, die unabhängig ist, die auch parteipolitisch nicht gebunden ist, zu bevorzugen. Und das Echo zeigt, dass das auch in Ordnung ist. Ein Zeichen soll das sein für die Unabhängigkeit der Bundesbank. Weber versteht den Job so, die Behörde will er weiter umstrukturieren, Europas Geldpolitik aktiv mitgestalten. Und dann noch eine indirekte, aber deutliche Mahnung an die Adresse der Regierung. Ich halte den Stabilitäts- und Wachstumspakt nach wie vor für einen wichtigen Pfeiler des europäischen Währungssystems. Und ich denke, dass man sich sehr gut überlegen muss, ob man diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt dauerhaft beschädigen möchte. Ich würde dringend davor abraten, dies zu tun. Viel Anerkennung aus allen politischen Lagern, von der Union, obwohl sie zunächst gern den derzeitigen Bundesbank-Vize als Nummer 1 gesehen hätte. Schon in seinem ersten Auftritt vor der Presse ist deutlich geworden, dass das, was uns als Opposition in den letzten Tagen so wichtig war, nämlich die Erhaltung der Unabhängigkeit der Bundesbank und das Bekenntnis zum Stabilitätspakt, wieder eine gute Heimat haben könnten. In der Finanzwelt schätzt man vor allem Webers Fachwissen. Ich kann mir vorstellen, dass die deutsche Stimme im Rat der Europäischen Zentralbank auch eher mehr Gewicht gewinnt durch ihn als weniger. Erster Auftritt geschafft, jetzt muss noch die Bundesbank den Kandidaten anhören. Positive Signale für Weber gibt es dort schon. Und so wird er wohl in Kürze vom Bundespräsidenten ernannt werden. Die südirakische Stadt Basra ist heute von einer Serie von Anschlägen erschüttert worden. Dabei kamen nach offiziellen Angaben mindestens 68 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Nach übereinstimmenden Berichten waren die meisten Opfer irakische Zivilisten, unter ihnen auch viele Kinder. Ich sah, wie die Kinder in ihrem Schulbus verbrannten, so ein Augenzeuge. Das Entsetzen war den Überlebenden in Basra ins Gesicht geschrieben. Der Bombenterror hat die sonst eher friedliche Stadt im Südirak erreicht. Vor 3 Polizeistationen waren heute Morgen zur Hauptverkehrszeit Autobomben explodiert. Unter den Toten sind so viele Kinder, weil zum Zeitpunkt der Explosion 2 Schulbusse an einer der Polizeiwachen vorbeifuhren. Ein Bus wurde völlig zerrissen und brannte aus. Panik brach unter den Passanten aus. Ich war gerade zu meiner Schicht angekommen, erzählt dieser Polizist, als die Bombe explodierte. Die Briten, die in der Nähe waren, flohen sofort. Im Sadar-Krankenhaus im Zentrum der Stadt kämpfen die Ärzte verzweifelt um die Leben der Schwerverletzten. Viele sind verstümmelt. Die beiden Krankenhäuser der Stadt geraten schnell an die Grenze ihrer Kapazität. Je näher der 30. Juni rückt, das ist der Tag der Machtübergabe, desto häufiger wird es zu solchen Anschlägen kommen. Die Terroristen, möglicherweise Al-Qaida, werden alles tun, um eine Normalisierung zu verhindern. Und sie werden auch in Zukunft den Tod von Kindern in Kauf nehmen. In Fallujah sind heute Nacht wieder Kämpfe ausgebrochen zwischen aufständischen und amerikanischen Einheiten. In den frühen Morgenstunden griffen Kampfflugzeuge und Hubschrauber an. Die Amerikaner werfen den Aufständischen vor, sie gäben ihre Waffen nicht ab und haben die Rückkehr der Flüchtlinge gestoppt. Im Irak ist ein weiterer Ausländer von seinen Entführern getötet worden. Dabei handelt es sich um einen dänischen Geschäftsmann. Er sei vor knapp 3 Wochen in der Nähe von Bagdad verschleppt worden, teilte die Regierung in Kopenhagen mit. Informationen über die Entführer und ihr Motiv gebe es derzeit nicht. Nach Spanien und Honduras will auch die Dominikanische Republik ihre Truppen aus dem Irak abziehen. Es handelt sich um etwa 370 Soldaten. US-Außenminister Paul ist weiter in Kontakt mit Verbündeten im Irak. Sie hätten ihm zugesichert, ihre militärischen Verpflichtungen einzulösen, so ein Außenamtssprecher. Heute traf Paul zum ersten Mal mit dem neuen spanischen Außenminister Moratinos zusammen.
Es ging heute vor allem um Schadensbegrenzung auf beiden Seiten. Dass die spanischen Soldaten abziehen werden, ist nicht neu, aber die bittere Pille soll den Amerikanern vom spanischen Außenminister mit der Zusicherung versüßt werden, dass Spanien sich in Afghanistan und auf dem Balkan stärker engagiert. Im Irak plädiert Spanien für eine neue UN-Resolution. Neben Spanien haben auch Honduras und die Dominikanische Republik einen Rückzug aus dem Irak angekündigt. Polen hat sein Unbehagen ausgedrückt. Colin Powell hatte gestern mit fast allen Koalitionsstaaten telefoniert, um ihre Unterstützung zu sichern. Ich habe in den letzten 48 Stunden mit vielen Mitgliedern der Koalition gesprochen. Wir sind über Spanien und Honduras enttäuscht, aber die anderen Mitglieder haben ihre weitere Unterstützung zugesagt. Während der Außenminister einen Dominoeffekt fürchtet, gibt das Weiße Haus Durchhalteparolen aus. Die Koalition im Irak ist stark. Wir haben eine Reihe von Zusicherungen bekommen, dass die Arbeit für eine friedliche und freie Zukunft im Irak weiter unterstützt wird. Der Außenminister sieht die Lage realistischer als das Weiße Haus. Colin Powell kann die sogenannte Koalition der Willigen nur noch mit Mühe zusammenhalten und er weiß es. Sein Ruf ist angeschlagen, denn er hatte vor einem Militäreinsatz im Irak gewarnt und dann doch seinem Präsidenten loyal gedient. Jetzt muss er sich fragen lassen, wie man für und gegen einen Krieg gleichzeitig sein kann. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 8 Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt. Vor einem Gebäude der Sicherheitskräfte hatte sich ein Attentäter in einem Auto in die Luft gesprengt. Die genauen Umstände und Hintergründe sind noch unklar. Im vergangenen Jahr waren bei Selbstmordanschlägen in Riad mehr als 50 Menschen getötet worden. Der als Spion verurteilte israelische Atomtechniker Vanunu ist nach 18 Jahren Gefängnis wieder freigekommen. Er hatte Mitte der 80er Jahre Details über das geheime Atomprogramm seines Landes über eine britische Zeitung öffentlich gemacht. Der israelische Geheimdienst Mossad hatte ihn später entführt und nach Israel gebracht. Die meiste Zeit seiner Haft verbrachte er in Isolation. Seine Freilassung ist an strenge Auflagen gebunden. Er sei grausam und barbarisch behandelt worden, klagte Vanunu. Allein 12 Jahre musste er in Einzelhaft verbringen. Doch bei seiner Entlassung gab er sich ungebrochen. Für die Mehrheit der Israelis bleibt Vanunu ein Verräter. Offiziell wird der Besitz von Atomwaffen in Israel weder bestätigt noch dementiert. Von den eigens aus dem Ausland angereisten Atomwaffengegnern ließ er sich dann feiern. Israel braucht keine Atomwaffen. Der ganze Nahe Osten ist atomwaffenfrei. Und dann seine Botschaft öffnet die Mona für Inspektionen. Hier im Nuklearforschungszentrum hat er 9 Jahre lang gearbeitet. Dann verriet er Israels Atomprogramm, händigte einer englischen Zeitung Fotos vom Inneren des Reaktors aus. Als er dann in Jerusalem vor Gericht gestellt wird, gelingt es ihm, eine Nachricht zu geben. Ich wurde in Rom entführt. Er hat erklärt, dass er Israel schaden wird, so viel er nur kann. Er hat sein Land verraten, er hat Spionage betrieben, er bereut nichts. Sein erster Weg in die Freiheit führt den zum Christentum konvertierten Vanunu in die Kirche nach Jerusalem. Die Behörden haben seine Freiheit stark eingeschränkt. Vanunu darf das Land nicht verlassen. Die Wirtschaft ist zu Zugeständnissen bereit, um die geplante Ausbildungsplatzabgabe zu verhindern. Bei einem Treffen mit SPD-Chef Müntefering schlug der Deutsche Industrie- und Handelskammertag einen freiwilligen Pakt für Ausbildung vor. Bedingung sei, dass die Bundesregierung mindestens 3 Jahre auf ein Gesetz verzichte. Die Lufthansa befürchtet eine Belastung in Millionenhöhe, sollte die Ausbildungsabgabe kommen. Obwohl das Unternehmen ausbildet, kann es die vorgesehene Quote nicht erfüllen. Denn die Ausbildung zum Piloten wird nicht als Lehrberuf bei den Industrie- und Handelskammern anerkannt. Ein Unternehmen von vielen, dem höhere Kosten drohen. Die Arbeitgeber, die das verhindern wollen, waren heute beim SPD-Chef. Sie sind nun doch zu Zugeständnissen bereit. Gedacht ist an mehr Beistand beim Berufsstaat. Das Ziel? Jugendlichen, die unversorgt sind, die Chance zu geben, über Praktika berufsvorbereitend oder im modularen System in den einzelnen Unternehmen über Praktikumsplätze den Einstieg in die Berufsausbildung zu finden.
Am Abend dann die Gewerkschaften beim SPD-Chef. Gegen die vorgeschlagenen Praktika haben sie nichts. Aber mit den Vorschlägen der Wirtschaft können sie sich dennoch nicht anfreunden. Das ist nur der Versuch, den eigenen Versäumnissen aus dem Weg zu gehen und die Versäumnisse der vergangenen Jahre durch die Arbeitgeber zu beschönigen. Rund 167.000 Ausbildungsplätze fehlen insgesamt, 25.000 mehr als im Vorjahr. Auf SPD-Seite erkennt man die Bemühungen der Wirtschaft an, allerdings sei das noch keine Alternative zur Abgabe. Aus politischer Sicht muss man deutlich sagen, wir freuen uns über jeden Vorschlag, der am Ende dazu führt, dass man eine solche Umlage nicht erheben muss. Gastgeber Müntefering zog es heute vor, zu schweigen. Doch auch in der SPD hält man zumindest die von der Wirtschaft vorgeschlagenen Mobilitätshilfen für eine gute Idee. Eine weitgehende Freigabe der Ladenöffnungszeiten hat Wirtschaftsminister Clement ins Gespräch gebracht. Nach seiner Vorstellung sollen Geschäfte an Werktagen rund um die Uhr öffnen dürfen. An Sonn- und Feiertagen könnten die Länder die Öffnungszeiten regeln. Der Vorschlag ist Teil einer Initiative zum Abbau von Bürokratie, die Clement heute im Kabinett einbrachte. Kritik kam von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Erst vergangenes Jahr hatte die Regierung Schröder den Ladenschluss liberalisiert, auch samstags einkaufen bis 20 Uhr. Jetzt will der Bundeswirtschaftsminister noch radikaler Freiraum schaffen für den Konsum. Städte und Gemeinden sollen selbst festlegen dürfen, ob man bei ihnen auch spätabends oder am Feiertag shoppen darf. Eins von 34 Projekten einer Entbürokratisierungsoffensive. Die Vorschläge stammen von Unternehmern und Politikern aus drei Modellregionen. Clement hat sie heute dem Kabinett präsentiert. Wir sind auf diesem Gebiet natürlich schrecklich durchorganisiert in Deutschland. Mein Kollege Otto Schily hat heute im Kabinett gesagt, am besten ist, hebt das ganze Ding auf und lasst vor Ort entscheiden. Das ist auch eigentlich das Normalste von der Welt. Sie können nicht von Berlin aus entscheiden, warum in Bochum-Weidmar zu einer bestimmten Zeit ein Geschäft geöffnet werden sollte. Jedenfalls macht keinen Sinn, dass Sie das tun. Auch wenn die Regierung mit der neuen Ladenschlussreform bis zum Sommer warten will, bis zu einer Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die Gewerkschaften reagieren äußerst gereizt. Das Ladenschlussgesetz unter Bürokratieabbau zu verpacken, das ist gelinde gesagt Etikettenschwindel. Und das blendet völlig aus, was eigentlich im Einzelhandel los ist. An dramatischen Verdrängungswettbewerb, an Vernichtung von Arbeitsplätzen. Der Ladenschluss drängt Clemens andere Themen in den Hintergrund. Etwa, dass künftig Bäcker alle möglichen Speisen verkaufen dürfen, statt nur Backwaren. Oder schnelleren und billigeren Hausbau durch weniger Genehmigungsverfahren. Die Regierung wird ihr Reformpaket noch in diesem Jahr umsetzen, so Clement. Die Opposition glaubt nicht daran. Clement verspreche viel und halte wenig. Der Zentralrat der Juden und die liberalen jüdischen Gemeinden in Deutschland sollen ihren Streit um staatliche Fördermittel selbst lösen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Bundeskanzler Schröder mit Vertretern des Zentralrats in Berlin. Die jüdischen Reformgemeinden wollen an den Bundeszuschüssen in Höhe von 3 Millionen Euro beteiligt werden, die im Staatsvertrag zwischen Regierung und Zentralrat vereinbart sind. Das Spitzentreffen im Kanzleramt war nicht öffentlich, denn der innerjüdische Streit um Fördergelder ist ein heikler Konflikt, aus dem sich die Bundesregierung am liebsten heraushalten würde. Der Zentralrat der Juden, der etwa 100.000 Mitglieder repräsentiert, beharrt auf seinem Alleinvertretungsanspruch für alle in Deutschland lebenden Juden. Er will seine im Staatsvertrag vom letzten Jahr bewilligten Fördermittel von 3 Millionen Euro jährlich zur Pflege der Einheitsgemeinden verwenden. Doch die Union progressiver Juden, die nach eigenen Angaben 3.000 Gläubige zählt, will auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Es geht um Geld aber nicht nur. Die Liberalen, die zum Beispiel im religiösen Bereich den Frauen Gleichberechtigung einräumen, sehen sich als Alternative zur orthodoxen Glaubensrichtung. Die Liberalen haben immer nach einer Lösung gesucht, sind aber seitens des Zentralrates, wenn man so will, zurückgewiesen worden. Immerhin soll es auf Drängen des Kanzlers nun Gespräche zwischen den zerstrittenen Gruppen geben. In diesem Gespräch soll es darum gehen, dass eine einvernehmliche Lösung zur Interessenvertretung der Juden in Deutschland erzielt wird. Der Zentralrat wollte sich heute nicht äußern. Die progressiven Juden reagieren skeptisch auf das Angebot. Wenn eine Lösung nicht mit dem Zentralrat gefunden wird, ist der Ball wieder bei der Bundesregierung. Das ist aber genau das, was die Bundesregierung verhindern möchte, nämlich in eine Vermittlerrolle zu geraten, die sie niemals einnehmen wollte.
Das Kölner Verwaltungsgericht hat die neuen Kriterien für die Einberufung zum Wehrdienst als unrechtmäßig eingestuft. Sie nehmen unter anderem Verheiratete oder Männer, die älter als 23 Jahre sind, von der Wehrpflicht aus. Diese Praxis sei willkürlich, so die Richter. Politiker verschiedener Parteien forderten daraufhin die Abschaffung der Wehrpflicht. Das Gericht ließ wegen der grundsätzlichen Bedeutung Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zu. Das Verteidigungsministerium will zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Über der Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein sind zwei Tornados der Bundeswehr in der Luft kollidiert und abgestürzt. Dabei kamen die beiden Piloten einer Maschine ums Leben. Die Besatzung des zweiten Flugzeugs konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Trümmerteile stürzten 60 Meter von Gebäuden entfernt auf ein Feld. Die Unglücksursache ist unklar. Und hier die Lottozahlen vom Mittwoch: 1, 3, 32, 33, 46, 47, Zusatzzahl 25, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 8, 6, 1, 4, 4, 3 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 9, 8, 2, 1, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. April. In Verbindung mit einem Hoch über Osteuropa sorgt warme Luft vom Mittelmeer für frühsommerliches Wetter im Süden und Osten Deutschlands. Den Norden und Westen überqueren dagegen dichte Wolken eines Tiefs über Schottland. In der Nacht ist es im Nordwesten bewölkt, Richtung Südosten klart der Himmel auf. Der Tag beginnt im Süden und Osten mit viel Sonne, im Westen mit Wolken, die sich im Laufe des Tages verdichten. Am Nachmittag entladen sich von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Der überwiegend schwache Wind aus südlichen Richtungen lebt in Gewitternähe kräftig auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 bis 6 Grad, in Alpennähe bis 3 Grad. Am Tag erwärmt sich die Luft recht schnell, verbreitet werden 21 bis 24 Grad erreicht. An der Küste und den Alpen bleibt es mit 14 bis 16 Grad kühler. Die Aussichten: am Freitag im Westen wechselhaft und kühler, im Osten gewittrig, aber noch warm. Am Samstag im Nordosten regnerisch, im Südwesten freundlich. Insgesamt sinkende Temperaturen. Am Sonntag im Osten nass kalt, im Westen wieder mehr Sonne.